Hallo und willkommen zu einem kleinen Video wieder auf meinem Kanal. Leute, mal was ganz anderes. Ich dachte mir jetzt spontan, ich habe noch keine Reaction aufgenommen. Warum also dann morgen eine Reaction auch bringen? Wir können doch einfach mal den EM-Kader nominieren, denn der wird ja am Donnerstag dann scheinbar veröffentlicht. Es ist jetzt zum Stand der Aufnahme Pavlovic bekannt, Neuer und Schlotterbeck. Ich glaube, die drei sind schon offiziell und ich dachte mir, komm, wir schmeißen hier mal die Diskussionsrunde an und ich zeige euch mal, wen ich mit zur Heim-EM im Juni mitnehmen würde. Im Tor, glaube ich, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Da müssen Manuel Neuer, André Ter Stegen, Marc-André Ter Stegen, Entschuldigung, auf jeden Fall mit. Und ich würde als dritten Keeper, da überlege ich tatsächlich zwischen den dreien. Oliver Baumann hätte es sich auf jeden Fall verdient. Alexander Nübel spielt ein super Jahr. Und auch Stefan Ortega. Ich würde tatsächlich mit Ortega gehen, weil ich glaube einfach, Ortega ist nochmal im Gesamtpaket nochmal ein bisschen besser mit der Begründung, weil er, glaube ich, am Ball einfach nochmal ein paar mehr Fähigkeiten hat. Als City oder bei City als Ederson-Ersatz öfter mal gesetzt gewesen dieses Jahr, da auch super Spiele geliefert. Und wenn ihr dagegen seid, dass ich Ortega mit zur EM nehme, dann schreibt doch gerne mal eure Leute unten in die Kommentare. In der Verteidigung sollte auch klar sein, da gehen wir mit Jonathan Tah, da gehen wir mit Kimmich als Rechtsverteidiger, da kommt auch ein Rüdiger mit, da kommt ein Maxi Mittelstädt muss da auch mit als Linksverteidiger. Ich gehe erstmal so mit den Leuten, die bei mir ganz safe sind. Mats Hummels muss auch mit. Und neben den 5 würde ich auf jeden Fall mal noch David Raum mitnehmen als zweiten Linksverteidiger, als zweiten Rechtsverteidiger Benny Henrichs. Und dann habe ich, glaube ich, noch so ungefähr 2 Slots offen. Da muss Waldemar Anton eigentlich auch mitgenommen werden. Und dann schwanke ich jetzt, aber ich glaube, nach den jüngsten Ereignissen kann man dann Nico Schlotterbeck dann doch schon mal mitnehmen. Und sei es eine Backup-Rolle, ne? Wenn der mit Hummels gemeinsam auftritt, dann ist das, glaube ich, ganz cool, wenn die da sowieso ein bisschen eingespielt sind. Gehen wir mal rüber zum Mittelfeld. Also Toni Kroos ist klar, Musiala ist klar, Flo Wirtz ist klar. Bei Gündogan lasse ich es erstmal noch offen. Er ist zwar Kapitän, wird dementsprechend safe dabei sein. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, aber ich lasse es bei mir erstmal offen. Ein Sané muss mit, auch wenn ich ihn vom Charakter ja nicht abkann, der muss mit. Kai Havertz muss mit. Ich würde bei Müller auch erstmal offen lassen. Ich würde prinzipiell sagen, Müller mitnehmen, aber ich gucke mal, ob das vom Platz her dann nicht ein bisschen knapp werden würde. Robert Andrich muss mit, safe. Dennis Undav auf jeden Fall. Niklas Füllkrug musst du dann eigentlich auch mitnehmen. Boah, und hier unten kommen ja so krasse Leute, Alter. Fuck! Scheiße, ja gut, jetzt musst du echt überlegen, wen du da ganz genau mit nominierst. Ich würde jetzt mal mit Pavlovic gehen, einfach weil der Mann ja auch schon nominiert ist. Ich möchte Karim Adeyemi dabei haben, sage ich euch ehrlich. Ich habe ihn nie so richtig verstanden, also der hat enormes Potenzial, finde ich, aber er zeigt es irgendwie nicht so richtig. Jetzt aber in den letzten Wochen, gerade bei der Arbeit nach hinten und was er dann nach vorne im Gegenzug wieder leistet, das ist genau diese Motivation, die wir eigentlich jetzt zur EM brauchen. Das ist so einer, den kannst du immer von der Bank bringen und der rennt dir den Wolf, ich sag's dir, der hört dann einfach nicht mehr auf, der rennt dir auch einen Marathon in den letzten 20 Minuten. Das ist dem dann scheißegal, dann macht er halt noch 3 Saltos zwischendrin, damit es ein bisschen anstrengend aussieht und dann passt das schon. Ich bringe jetzt mal einen Call, da wird wieder ordentlich Potenzial für eine Diskussion da sein, aber ich würde sogar Angelo Stiller mitnehmen, statt ein Leon Goretzka, der jetzt auch in den letzten Wochen wieder ordentlich zugelegt hat, was die Leistung angeht. Ne, die haben alle extrem Bock auf die EM, so wirkt es auf mich, aber ich denke tatsächlich, Goretzka wäre jetzt nicht der richtige Call für meine DFB-Mannschaft, da gehe ich lieber dann mal hier mit etwas frischem Blut, sage ich mal. Jetzt habe ich noch 3 Leute offen, jetzt muss ich gucken. Ich habe für die 10 Musiala, Wirtz habe ich, Havertz vorne drin im Sturm, da hast du dann einen Füllkrug mit dabei, einen Undav eventuell, Sané außen, Adeyemi außen, Groß auf der 8, ja, Andrich auf der 6 oder 8, je nachdem. Jule Brandt nehme ich mit, ohne Witz, Julian Brandt ist auch so ein geiler Backup, der kann so geil zocken. Und so ein Maximilian Bayer hat sich eigentlich auch verdient. Da frage ich mich nur, ob es dann nicht in der Offensive ein bisschen zu viel ist. Chris Führig auch mega Saison, hätte es sich auf jeden Fall verdient. Aber ich gehe dann tatsächlich eher mit Maxi Bayer. Aber da frage ich mich gerade ehrlich, ob das dann nicht ein bisschen zu viel Angriff ist, zu viel Sturm. Hier unten hätten wir noch Jonas Hofmann. Ne? Emre Can, sage ich dir ehrlich, würde ich nicht mitnehmen. Gosens erst recht nicht, der hat auch kein gutes Jahr gespielt. Götze. Da fehlt es mir, glaube ich, dann auch ein bisschen an Leistung. Anton Stach ist auch ein Call. Oh, der hockt ja auch noch hier unten.
Karasor ist auch Deutscher, stimmt. Oh, hier rennen halt noch im unteren Drittel, sage ich mal, rennen noch ein paar Leute rum. Marco Reus, nein! Oh mein Gott! Was ist denn hier noch an Personal vertreten? Fabian Rehse, warum nicht den auch mitnehmen? Oh, einfach mal auf entspannten Glatzel mitnehmen. Ja, Jungs, ey, es wird Diskussionspotenzial geben. Vielleicht überdenke ich meine Auswahl dann gleich nochmal bei der Übersicht. Aber ohne Witz, ich gehe tatsächlich nochmal mit Anton Stach für das etwas defensivere Mittelfeld. Und dann gehe ich mit Jonas Hofmann. Ich gehe mit Hofmann einfach nur wegen der Fanbrille, Leverkusen-Fan. Ich lasse Thomas Müller wirklich zu Hause und sage ihm: Sorry, Bro, aber diesmal hat es halt nicht gereicht. Dann werfen wir nochmal kurz einen Blick drauf. Das wäre jetzt mein EM-Kader tatsächlich. Die Torhüter, da lasse ich nichts ran. Das steht für mich fest. Als dritten Keeper, der wahrscheinlich keinen Einsatz bekommen wird, würde ich Ortega mitnehmen, ganz ehrlich. Ob das dann am Ende aber Nübel oder Baumann wird oder vielleicht auch ein Kevin Trapp, ist mir dann relativ egal. Die Verteidigung auch unangefochten, die Jungs. Also ich glaube, da kannst du wenig Spielraum lassen. Das muss schon so ungefähr kommen. Und Kimmich dann auch wirklich als Rechtsverteidiger. Ja, vorne drin im Sturm, beziehungsweise in der Mitte kann man halt nochmal diskutieren, ne? Gündogan müsste eigentlich mit dabei sein, den müsste man sich hier dazu denken als Kapitän. Ein Thomas Müller kann natürlich immer mit dabei sein. Den dabei zu haben, kann nie schaden. Und wenn es für die Kabine ist, für das Mentale, für das Psychische der Spieler. Auch ein Leon Goretzka ist natürlich ein Thema. Und ich glaube, da gibt es noch ein, zwei. Ein Serge Gnabry habe ich ja auch nicht mit aufgeführt, ne? Der ist auch nicht mit dabei, da könnte man nochmal drüber streiten. Ich glaube, überraschend für viele könnte wirklich Jonas Hofmann sein. Ein bisschen Fanbrille, aber Jonas Hofmann immer gut für die letzten 20 Minuten. Ich habe genug Leverkusen-Spiele gesehen, um das beurteilen zu können. Der war nicht selten mal an so einem Last-Minute-Tor mit beteiligt. Ja, Anton Stach könnte noch so diskussionswürdig sein. Adeyemi, weiß ich nicht. Julian Brandt, ja, es ist halt so, wen nimmst du stattdessen mit, ne? Also ich glaube, das muss jeder für sich so ein bisschen abwiegen und dann kommt es, glaube ich, auch so ein bisschen auf die eigene Sicht an, zu welchem Verein man hält, von wem man Fan ist, ne? Dass man die Leute dann bevorzugt, wie eben bei mir Hofmann. Also ich glaube, hätte ich nicht so viele Leverkusen-Spiele dieses Jahr gesehen, hätte ich jetzt wahrscheinlich Thomas Müller statt Hofmann mitgenommen, aber ja, jetzt ist halt der Jonas mit dabei, ne? Just saying. Leute wie Under, Füllkrug, Havertz, die müssen mit dabei sein. Also gerade für den Sturm, das wären so meine drei Main-Stürmer, die ich da auf jeden Fall reinpacken würde. Füllkrug so als klassischen Stürmer und ab als mitspielender Stürmer, der dann doch immer mal auch variieren kann bei der Position. Havertz kann das auch. Havertz ist ja sehr flexibel, was sein Positionsspiel angeht. Aber bei ihm sage ich mir, da ist es vielleicht eher nochmal so die falschen 9, die man da dann einsetzen kann. Weiß ich nicht, Havertz kann man auch auf der 10 spielen, ne? Auch wenn da natürlich ein Musiala und ein Wirtz noch vertreten sein werden. Aber im Großen und Ganzen, ich bin schon zufrieden damit, ne? 813 Millionen Gesamtmarktwert. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ein absolutes No-Go gefunden. Vielleicht sagt ihr auch einfach, ey Max, ganz ehrlich, Top-Leistung. Bewertet das Ganze einfach mal so von 1 bis 10, ne? 10 ist top, hier gehe ich voll mit. Und dann gerne ein paar Verbesserungsvorschläge mit in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch jetzt auch schon einen traumhaften schönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Fantastic.